Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auch kurz auf meine Vorrednerin, Frau Brandner, antworten. Frau Brandner, in diesen Tagen diskutieren wir viel in Europa, was denn zukünftige Aufgaben der Europäischen Union sein sollten. Und wenn Sie die Menschen in Europa fragen, dann haben sie vor allem bei einer Aufgabe eine klare Meinung. 87% der Menschen in Europa sagen, Europa muss seine Außengrenzen schützen. Und meine Damen und Herren, das ist eine zentrale Herausforderung für Europa. Wenn wir innerhalb Europas die Grundfreiheit der Reisefreiheit, die Grundfreiheit der Niederlassungsfreiheit erhalten wollen, dann brauchen wir dafür sichere Außengrenzen. Und natürlich leistet EUNAVFOR MED einen Beitrag dazu. Und das ist auch kein Nebeneffekt. Aber es ist nicht der einzige Beitrag, den EUNAVFOR MED leistet. EUNAVFOR MED leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Region. Und meine Damen und Herren, wir dürfen bei der Frage Sicherung der Außengrenzen auch nicht nur auf Brüssel zeigen und sagen, liebe Europa, mach mal, sondern dass gerade die Sicherung von Seegrenzen ist nur möglich in einem gemeinschaftlichen Ansatz. Brüssel allein hat ja gar nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten dazu. Und bei den Seegrenzen, um Seegrenzen wirklich zu schützen, ist es wichtig, dass sie auf der anderen Seite einen stabilen Partner haben. Und im Mittelmeer haben wir das Problem, dass wir auf der anderen Seite keinen stabilen Partner haben, sondern dass wir instabile Länder haben, wie zum Beispiel Libyen oder wie eine andere Reihe von Staaten in Nord- und Westafrika. Und deswegen ist es die zentrale Herausforderung, nicht nur, aber auch für den Schutz der Außengrenzen, diese Länder in der Region Nordafrika zu stabilisieren. Und die EU leistet dafür gemeinsam mit der UN einen Beitrag in einer ganzen Reihe von Missionen, zum Beispiel in Libyen, zum Beispiel in Mali, zum Beispiel in Niger, in Zentralafrika und in Somalia. Und Deutschland unterstützt alle diese Missionen bzw. hat alle diese Missionen auch in der Vergangenheit unterstützt. Und ich betone das deshalb, weil nicht der Eindruck erweckt werden soll nach dieser Debatte, dass EUNAVFOR MED, die Operation SOPHIA, die Lösung ist. EUNAVFOR MED ist ein kleiner Beitrag in einem Gesamtansatz, den die Europäische Union in dieser Richtung führt. Und die Aufgabe von EUNAVFOR MED ist es, aufzuklären. Die Aufgabe von EUNAVFOR MED ist es, Schleuserstrukturen zu bekämpfen. Die Aufgabe von EUNAVFOR MED wird es in Zukunft sein, libysche Küstenwache mit auszubilden und den Waffenschmuggel zu bekämpfen. Und, meine Damen und Herren, EUNAVFOR MED rettet auch Flüchtlinge. Und es ist ja fast schon erschreckend, wenn man sieht, wie viele Flüchtlinge dort unterwegs sind. Man muss fast täglich auch im BMVG nachfragen, um die aktuelle Zahl zu haben. Wir haben am Dienstag im Verteidigungsausschuss das Mandat besprochen. Zeitgleich zu unseren Beratungen hat der Tender Vera 656 Flüchtlinge aus Seenot gerettet. In der Zwischenzeit, und das ist die aktuellste Zahl, sind es bereits über 19.000 Flüchtlinge, die durch EUNAVFOR MED mitgerettet worden sind. Wir wissen natürlich, dass wir durch diese Mission, durch das Retten der Flüchtlinge, zum Teil das Geschäft der Schleuser noch profitabler machen. Und deswegen ist es richtig, dass mit der jetzigen Mission auch entschieden worden ist, sich von Libyen nicht ganz in die Küstennähe zu fahren, sondern auf internationaler Hoheit, zu internationalen Hoheitsgewässern zu bleiben, um es den Schleusern nicht noch einfacher zu machen. Es ist genauso richtig, die Küstenwache auszubilden, damit die Menschen dort, die Soldaten, Polizisten dort in Libyen selber in die Lage kommen, ihre Küste selbst zu schützen. Und es ist richtig, gegen den Waffenschmuggel vorzugehen und damit IS den Nachschub und anderen Terrororganisationen die Nachschubwege trocken zu legen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wir zeigen nicht nur auf Brüssel im Sinne des Forderns, sondern wir leisten dazu auch einen aktiven Beitrag.
heute auch mit diesem Mandat. Und ich bitte Sie um Zustimmung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.